Und damit herzlich willkommen zurück zu Elex. Wir sind hier bei wunderschönen kleinen, wie nennt man das? Konvertor. Und diesen Konvertor möchten wir ein wenig konvertieren und kaputt machen. Und da haben wir in der letzten Folge sind wir hier hingeschlichen und haben schon mal angefangen, die Verteidigung hier kaputt zu machen. So. Nein. Komm. So. Und wie ihr seht, sind wir inzwischen auch sowas ähnliches wie eine Kampfmaschine. Funktioniert ganz gut gegen die, muss ich sagen. Vor allem auch diese großen, dass sie reines Elex droppen, das ist schon sehr praktisch. Oh, hallo. Bleib hinter mir. So. Genau. Ich weiß noch nicht, ob ich hier alle umbringen soll. Ich denke, das wäre hilfreich. So im allgemeinen Stil, weil ich glaube, ich bin auch falsch herumgelaufen. Also ist halt guter Stil, einfach alle umzubringen, ne? Achtung! Aber ich denke, das bringt uns kurzfristig nichts. Aua! Kampfmaschine, böse. Kampfkoloss macht Aua. So, ich muss mal eben den hier. Könnte natürlich auch den hier machen. Darf ich das? Jo. Komm her. Hallo. Das ist unser neuer Zauber übrigens. Oh, F4300. Also ein neuer Zauber für mehr Energie, mehr einstecken können, mehr Panzerung, wie auch immer. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, ich hatte eigentlich auch vor, so eine Art Rein-Raus-Mission hier rauszumachen. Deswegen komm schon mal mit. Und wenn du jetzt was Böses dabei denkst, da bin ich nicht schuld dran. Das liegt daran, dass deine Fantasie so versaut ist. Ich wüsste gar nicht, was da versaut sein könnte. So. Einmal den Aufzug hoch, Waffe ziehen, merken, dass niemand ist und weiter geht's. Nee. So. Mal gucken, also den geheimen Raum da oben werden wir mal wieder nicht öffnen können, das ist klar, weil ich bin, weiß ich nicht, irgendwie finde ich die Schlüssel nicht dafür. Oder ich bin zu blöd dafür, das kann auch sein. Das ist halt irgendwie eine Systemtestbericht, warte mal. Das lese ich mir jetzt durch vorher, weil wenn da jetzt das drinsteht, würde ich mich sehr, sehr, fände ich das sehr, sehr wichtig, genau. Oder auch witzig genannt. Eine gute. So. Probelauf des neuen Sicherheitssystems initialisiert. Prototypen der Sicherheitsroboter eingesetzt. Feste Alarmsituation. Sicherheitsroboter reagieren schnell und präzise. Chipsätze arbeiten genau. Zentrale Kommunikation zwischen den Einheiten funktioniert perfekt. Einheiten haben Sicherheitsleck in einem Drittel der Zeit ausfindig machen können und eliminiert. Weitere Tests sind bereits angesetzt. Nach der Dauertestphase kommt der abschließende Bericht. Cool. Das ist, das sind so viele Informationen. Ich weiß nicht, ob ihr da mitkommt. Aber, ja. Die waren halt alle da. Die muss ich jetzt natürlich auch alle erzählen. So in der Art, ne? Tja. So. F4300. Da waren jetzt zwei Stück davon. 4, 3, 0, 0. Das war nichts. Hm, okay. Also, ich werde jetzt nicht 8, 6, 0, 0 versuchen, weil das ist ja totaler Quatsch. Nee. Schwer ziehen. Ja, niemand ist hier. Doch, hier muss jemand sein. Hier sind immer welche. Okay. Wir sind hier mitten in Xarkoa, also mehr oder weniger, oder Xarkoa, wie auch immer, mehr oder weniger, also im Herzland der Alps. Und
die Verteidigung ist die schlechteste von allen, die ich bisher gesehen habe. Es sei denn, dieser F4300 ist ein echt fieser. Und ich habe den einfach schnell umgebracht. Das kann sein. Oh, da steht einer. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Konverter. Weil wenn du mal vergleichst... Guck mal, der hat hier drei. Das sind immer nur einer. Wir sind nur einen Turm hochgeklettert. Piep. Piep? Naja. Hey, hallo. Okay. Das war jetzt ein bisschen fieser. Die haben uns ein bisschen eingekesselt, die Leute. Das war nicht schön. Zumindest in meiner Welt war das nicht schön. Vielleicht findest du ja so etwas sehr toll, weiß ich nicht. Aber ich find's doof. So, ne, fällt mir gerade ein, hier gibt es drei so eine Türme, aber ich denke mir, ja, die anderen beiden hatten das die Tür zu, ne? Wie kommt das eigentlich, wenn Kaya mit einem Feuerball schmeißt und mich dann trifft, dass ich nicht brenne, aber wenn ich mit einem Feuerball werfe, dass ich dann brenne? Das ist unfair. So, Goldbrocken, Goldbrocken, Elex, starker Elex-Trank, Schrapnellgeschosse, mächtiger Heiltrank, Elex, 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 Strahlungsgeschosse, Elex, 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 Machtwelle, Elex-Trank, Elex. Okay, ich schaue nur mal kurz hier oben lang, nur mal so aus Spaß, weil das sind ja wirklich jetzt drei solche Türmchen, würde mich mal interessieren, ob man hier irgendwie dann noch da reinkommt oder so, ne. Alles klar, die sind dann einfach zu, das macht auch mehr Sinn, sagen wir mal so. Alles klar, auf zum nächsten, würde ich sagen. Einmal wunderbar alte Pflichten. Ne, Krieg der Maschine. Konverter in West Xakor. Das heißt in die Richtung, alles klar. Uah. Müssen nur aufpassen, wenn wir irgendwie runterfallen, dass Fräulein Naseweiß gleich nicht irgendwann sagt, okay, wir sehen uns später. Dann ist sie nämlich für immer verloren. Kaya? Keine Munition mehr. Tot. Wie immer. Munition, ja. Kein Benzin mehr. Plasma Blaster PLST. Aha. Was hat er? Aber es ist schon Schrotpatron. Irgendwie kommt mir das fast so vor, als würden wir einen ganzen Aspekt des Spiels so weglegen. Weißt du, so nach dem Motto, das brauchen wir ja nicht. Wenn ich hier so, weißt du, hiermit. Gar nicht gut. Würde mich mal einmal interessieren, ja. 6, ach, 29 Schuss. Achtung! Toll. Okay, das ist gar nicht so mächtig, sag ich mal. Aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Der Berserker mit dem Plasmagewehr, weiß ich nicht. Guck mal, hast du gesehen, wie viel Schaden wir gemacht haben? Scheiße! Oh, wie ungünstig. Bleib hinter mir. So, guck mal. Da mussten wir jetzt einmal schießen. Ein Treffer und der war hinüber. So. Aber ihr habt gesehen, das ist jetzt, es ist jetzt Kanon, die Geschichte um unseren guten Jasper hier. Endet damit, dass wir einfach von einer Brücke fallen und sterben.
So. Okay, die waren nicht schlecht. Ich nehme das zurück, von wegen komisch, dass das hier schlechter verteidigt wurde. Wir sind halt einfach nur nicht durch den Haupteingang gekommen. Na, natürlich müssen wir durch den Haupteingang gehen, das ist klar. Da ist irgendwie dann irgendwo anders lang zu laufen, das wäre ein Umweg. Ne? Das ist ja logisch. So. Guck mal, was da läuft. Eine Schneeklaue. Ah, toller Schuss. So. Ich bin halt nicht unbedingt der beste Schütze. Wie man vielleicht auch bei Metal Hellsinger manchmal sehen kann. Kein Rhythmus und der schlechteste Schütze, also spiele ich ja einen Rhythmus-Shooter. Das war total klug. Aber das Spiel macht trotzdem Laune. Ist mir egal. So. Da haben wir unten noch einen wunderschönen großen Kolossalos stehen. Oh, eine Kiste. Hm, das wäre jetzt nicht so einfach. Zu einfach. Also, die Kisten, die sind auch in diesem Spiel mehr als... Also inzwischen vielleicht. Kann doch sein, dass es am Anfang... Doch, am Anfang waren manche Kisten noch sehr, sehr gut. Da waren noch Banditenamulette und irgendwelche zu... Also Sachen dabei. Aber inzwischen... Ja, den lassen wir mal stehen. Der ist echt ein bisschen fies, der Eisgigant. Die Landschaft hier ist echt mehr lebensfeindlich. Und dass diese Elektro... Ach, die Drohnen immer Elektroschaden machen, ist halt auch doof, ne? Naja. Oh, Kaya, du musst doch nicht alles umbringen. Oder? Weißt du, na, mach was du willst. Ist mir auch egal. Solange du... Weißt du, eigentlich nicht. Eigentlich, ich muss dann da hingehen und das dann looten, was sie da liegen lässt, ne? Okay, wir laufen am besten hier lang. Da sehen wir es auch im Hintergrund. Die beiden großen Konvertoren. Konverter. Kling. Das war ein schöner Schuss. So, ich hätte, glaube ich, auch im neuen Lager, ach, im Berserker-Lager noch mal ein bisschen Pfeile shoppen sollen. Weil wenn man nämlich kämpfen geht, dann sind Pfeile zu haben nicht verkehrt, sagen wir mal so. Was ist das hell hier einfach? Aua! Oh, bin fast schon wieder am Überlegen zu sagen, boah, so ein Einhandschwert wäre auch toll. Dann hat man nämlich ein Schild. Aber das Schild habe ich, glaube ich, in den ganzen Zeit nicht einmal benutzt. Das ist doch richtig dumm gewesen. Das war wohl nichts. Ja, komm. So. Okay, danke sehr. Ich habe schon befürchtet, dass ich noch so hin und her muss dafür. So. Oh, Zackenspeer, der macht Blutungsschaden. Reißt fürchterliche Wunden. Okay. Ist bestimmt gut, wenn man die Waffe dafür benutzen würde. Ich habe das Gefühl, dass ich das Spiel eben sehr, sehr, sehr oberflächlich spiele manchmal. Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn, dann spiele ich das die ganze Zeit oberflächlich. Auch mit den Drogen und so weiter und mit den Buffs und was auch immer. And whatnot. Da könnte man wahrscheinlich eine ganze Menge mehr machen. Aber irgendwie fühle ich mich nicht danach. Ich möchte einfach Kristallratten schlagen, die nicht merken, wo wir sind. Und dann merken, dass sie noch mehr sind. Nicht gut. Gar nicht gut. Nee, dann bringen wir das Vieh da um. Ah ne, wir haben keine Mana mehr. Ja. Was? Ich habe gerade echt gedacht, er will wieder leben. Wird da immer so durch die Gegend geballert. So, einmal alles mitnehmen. Dankeschön. Dann diesen Teleporter benutzen. Und diesmal wirklich benutzen, weil ich eben kurz Richtung Goliath will, denke ich. Genau. Ich weiß, wir haben noch 60 Pfeile, 65 irgendwo da die Ecke.
Aber erst einmal möchte ich nicht healen, sondern eigentlich in mein Bett. Ich weiß, dass das gar nicht mein Bett ist. Ich glaube, wir haben hier in diesem Lager überhaupt kein Bett zugeordnet bekommen oder zugeteilt, aber ich liege ja immer hier. Das ist ja mein Bett, ne? Habe ich mir einfach mal geklaut. Guck mal, Kaya ist so langsam, die hat gar nicht bemerkt, dass wir geschlafen haben. Hm, alles gut. Haben wir eigentlich bei Ragnar nochmal irgendwas zu erzählen? Okay. Naja, alles gut. So, dann einmal hier lang und dir wunderschöne Pfeile einmal kaufen. So, einmal hier runter. Komm, auf das Dach. Damit der Händler... Wow, ich dachte gerade, ich würde jetzt mega Schaden bekommen, aber nochmal Glück gehabt. Guten Tag. Oh. Das lasse ich dir nicht durchgehen. Ernsthaft. Ernsthaft. Das geht echt manchmal ein bisschen zu fix mit dem Clown. Siehst du? Das ist halt so, oder? Das liegt halt daran, dass ich einen anderen Weg genommen habe zu dem Shop als sonst. Das hat das Spiel verwirrt, das hat mich verwirrt. Niemand von uns wusste genau, was wir tun sollen. Und dann haben wir halt einfach aus Versehen, aus purer Verwirrung, ein mega Billo-Schwert, Axt geklaut. Zeig mir da. So, das passiert halt einfach, ne? So. Wollten wir uns eigentlich noch ein schöneres Schild mal kaufen? Gab es das? Irgendwie? Wenn dann da oben bei dem, Schmied. Verdammte Tech. Ich wollte es mal einmal schauen. Ich glaube, also wir haben ja dieses wunderschöne, Leuchteschild. Oh, warte mal kurz. Ich muss mal eben kurz was nachschauen. So. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich bin ganz froh, dass ich das so schnell gemerkt habe. Das stand bei OBS Codec überlastet. Keine Ahnung, deswegen hat das so geruckelt. Zeig mir, was du mir herstellst. Es war ja nicht so lange. Aber trotzdem, das ist ja scheiße. Das ist so kacke, dass sowas einfach passiert. Stell mir vor, ich würde das nicht sehen. Ich habe ja die ganze Zeit glücklicherweise neben mir zumindest eine Vorschau. Da kann ich natürlich nicht reinhören. Aber ich habe zumindest eine Vorschau, um zu sehen, zu hören. Um zu sehen, ob zumindest das Bild funktioniert. Und dieses Mal, ja, hat es irgendwie nicht funktioniert. Naja, ich habe es früh genug erkannt. Es war ja nur, was weiß ich, vielleicht eine Minute oder so. Ich weiß es nicht. Habe ich aber, glaube ich, komplett drin gelassen. Ja, und jetzt hoffen wir mal, dass es nicht nochmal passiert. Jetzt gucke ich die ganze Zeit darüber. Naja, wir haben hier eine Aufgabe uns noch gelassen, ne? Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Vorsicht! Achtung! Ja, komm, dann mach mit. So. Das waren zu viele Pfeile für zu wenig Gegner. Ich würde sagen, diesmal lassen wir die Gegner mal ein bisschen zur Seite, ne? Wenn wir hier schon die Möglichkeit haben, so einfach da rein zu spazieren. Oh, hallo. Einfach rein zu spazieren. Okay. Das war cool. Das hat mir gefallen. So. Codec überlastet am Arsch. Ich benutze seitdem ich YouTube mache, sag ich mal, benutze ich dasselbe Codec. Irgendwie bin ich in letzter Zeit mit meiner Hardware passieren Sachen, weiß ich nicht. Ganz komisch. Auch dass hier das ganze Stream Deck abgerissen ist, meine ganzen Szenen von OBS weg waren und so weiter. Alles ein bisschen kacke. Il Kacko, sag ich mal. Und jetzt sagt OBS auch noch, sein Codec wäre überlastet. Dieses Lager wird auf jeden Fall wesentlich mehr bewacht. Jetzt haben wir sogar Lebewesen hier. Wieso ist der hier so viel mehr bewacht als der andere? Der erste, das war ja nichts.
Das wäre ja völlig lächerlich, die erste Verteidigung jetzt. Im Vergleich zu dem hier dann. Das ist ja voll krass. Voll krass, Junge. Oh, nö. Oh, nö. Ey, hallo. Also, auf offenem Feld finde ich die Raketenwerfer schon kacke. In Gebäuden ist es... Hey, hast du dir schon einmal überlegt, was du machst, wenn das alles hier vorbei ist? Wenn ich ehrlich bin, habe ich bisher eher relativ kurzfristige Pläne. Warum fragst du? Ja. Weißt du, ich habe ja mein ganzes Leben lang kämpfen müssen. Auf Magalan kannst du nur überleben, wenn du stark genug bist. Ja, und man muss sich schon aussuchen, mit wem man befreundet ist. Denn ohne Hilfe von wirklich guten Freunden überlebt man in der Regel nicht lange. Ja, und dann stellt sich die Frage, wem man sein Leben anvertraut die nächsten Jahre, meine ich. Nicht wahr? Ja. Naja, irgendwann wird es eben Zeit, dass, Und was hast du dir da vorgestellt? Ach komm schon, du weißt doch, was ich meine. Dass du ein perfektes Zeitpunkt für diese Gespräche ausgewählt hast? Ich denke, ich bin nicht der Richtige für dich. Na, okay, komm. Weißt du, damit ihr auch euren Spaß habt. Ja, und für mich ist es genauso. Wir sind mehr als nur Freunde. Ja, und für mich ist es genauso. Mit dieser Musik im Hintergrund. Mehr als nur Freunde. Wie romantisch. Wirklich? Oh, das ist... Das freut mich, dass du das so siehst. Ja. Ich... Hör zu, wir sollten in Ruhe darüber sprechen. Am besten ungestört. Ja. Ja. Ja, das sollten wir. Ja, vor allen Dingen nicht im... Was? Was? Danke. Danke, Spiel. Aber egal. So, da wären wir. Genießen diesmal. Da wären wir. Du bist unsicher, aber das brauchst du nicht. Ich bin nicht so gut in solchen Sachen. Ja, ich weiß. Weh, ich muss was zensieren, Spiel. Denk drüber nach. Errungenschaft freigeschaltet. Romantiker. Ich wollte eigentlich looten gerade. Nur so. Naja, Kaya. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Kaya, lieb mich. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Ja. Eigentlich voll cool. Eigentlich voll cool. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Wenn das nicht so kacke gewesen wäre. Mitten im Kampf. Hey, lass mal gehen. Wer weiß, ob wir morgen noch leben. ja. Also kann man jetzt so sehen oder nicht. Finde ich ganz cool, dass sie das mit... Also, was heißt ganz cool? Ja, auch eigentlich schon, dass sie das mit eingebaut haben. Andersrum hätte das nicht so sein dürfen. Das hätte irgendwie... Ich weiß nicht, wie man das mit einem mit einer Else-If-Frage quasi abhalten könnte, sag ich mal. Aber so mitten im Kampf? Schwierig. Klar, ich hätte auch sagen müssen, ich kann da noch nicht drüber reden, ich muss erst nachdenken. Hätte ich auch sagen können. Aber das mal eben kurz, nur weil ich die angesprochen habe, sofort zu triggern. Danke, Spiel. Und jetzt haben wir dieses wunderschöne Spiel von wir rufen Aufzüge und warten, bis sie da sind. Kaya ist schon im Aufzug. Sehr gut. So, wir sind ein Romantiker. Das ist doch mal was Feines.
Das heißt übrigens eine Beziehung eingehen. Und ich kann das ja soweit sagen, das weiß ich leider, weil ich mich dummerweise gespoilert habe. Mit Nasty würde es auch gehen, theoretisch. Praktisch hatten wir uns aber dadurch, dass wir Berserker wurden, von vornherein davon disqualifiziert. Also wer das Spiel nachspielt und gerne auch eine, also diese Szene, die wir gerade erlebt haben, mit Nasty noch gleichzeitig hätte, dann musst du Dingenskirchen werden. Outlaw, sonst macht ihr das nicht. Gleiches gilt übrigens auch für Kaya. Die geht nur mit uns mit, wenn wir Berserker sind. Also wenn wir Kleriker werden, als Kleriker gibt man einfach leer aus, nebenbei. Und wenn du noch irgendeinen Beweis dafür haben willst, dass die Kleriker doof sind, dann weiß ich nicht, was mit dir los ist. Die Outlaws und die Berserker bekommen beide eine Liebschaft und die Kleriker nicht. Na komm. So. Ist aber nett, dass sie sagt, bleib hinter mir und dann macht sie nichts. Das ist doch schön. Ich bin nicht gut genug. Du bist nicht gut genug. Nein, du kannst nur diese Fähigkeit nicht gut genug. Denk drüber nach. So. Och mein Gott. So. Nein. Ich hätte gern einen Dietrich-Counter, wie viel ich hier noch habe. Echt jetzt? Wird das das schwierigste Schloss, was wir jemals hatten? Ah, nee, doch nicht. Zu einfach. Da bin ich leider ausgerutscht da hinten, aber cool. 10 Heiltränke, okay. Abzugsbefehl. Aha. Ein Abzugsbefehl. Vielleicht ist deswegen der andere so leer gewesen. Der leitende Ingenieur der Forschungsstation A1 wird in den Eispalast berufen. Es wird mit dem Bau neuer Forschungsstationen begonnen. Okay. Naja, machen wir erstmal aus hier. Sup. Oh, ich habe schon wieder vergessen, diese dämliche Kette anzuziehen. 350 EP, weg. Du. So, dann schauen wir mal, was wir oben für Überraschungen bekommen. Da sind wahrscheinlich noch mal ein paar Gegner. Würde ich mal fast vermuten. Ne, diesmal nicht. Okay. Komisch mit der Bewachung. Also irgendwie merkwürdig. So, jetzt nicht unbedingt schlimm. So ist das halt. Man muss halt gucken, wo man seine Soldaten, wenn man nicht so viele hat, hinstellt. Aber irgendwie merkwürdig, dass einer halt komplett bewacht ist und andere so überhaupt nicht. Was liegt da für ein Zettel? Großer. Fortschrittsbericht 2. Okay. So, sonst... Objekt ES-23 ist vorbereitet. Ihr verdammten Sack. Nein. Ah, Kaya. Wie ist das Ding jetzt? Mist. Aufzeichnung suchen. Objekt ES-23 ist vorbereitet. Ihr verdammten Scheißkerle! Lasst mich los! Fixiert ihn. Er darf sich nicht bewegen, während wir die Maschine anschließen. Nein! Tu das nicht! Initialisiere Stufe 1. Nein! Bitte nicht! Okay. Das hat mir jetzt nicht viel gesagt. Forschung, Fortschrittsbericht, ne? Ja. Die Optimierung hat eine Steigerung um 15% erbracht. Die Ingenieure werden die eingeschlagene Richtung weiter forschen. Für mehr Tests benötigen wir mehr Material. Die erste Lieferung wird Mitte des Monats fertig sein. 13.05.155. Rückschlag. Die Maschine hält eine intensive Nutzung nicht aus. Wichtige Teile sind zerstört. Außerdem war nur eine Optimierung um wenige Prozent möglich. 19.07.155.
Nach mehreren Fehlversuchen haben wir heute einen weiteren Prototypen getestet. 97%. Wenn der Prototyp eine dauerhafte Nutzung standhält, kann der Bau weiterer Konvertoren eingeleitet werden. Okay, sind wir hier also in dem ersten Konverter. Hier, wo festgestellt wurde, wie man am besten Menschen auspresst. Wenn ich das richtig nochmal so im Kopf habe, wie das damals war. Alles klar. Dann haben wir das soweit fertig. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir mal hier in diese Richtung. Also wir müssen halt mit Thorald reden. Nochmal. Wegen der... wie auch immer. Und sonst schauen wir einfach mal, was wir in der nächsten Folge machen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich dann. Ciao.